Und zwar ist mein Thema, ich habe es jetzt mal genannt, Remigration zu Ende gedacht. Ihr habt ja mitbekommen, das wird kurz, weil... eben. Also ihr habt ja mitbekommen, AfD-Leute, Höcke hat es sogar beziffert, haben da so ein paar Fantasien. Und Höcke hat ja ganz explizit gesagt, das fand ich ganz interessant, dass so bis zu 30% weniger Bevölkerung, damit könnte man ganz gut zurechtkommen. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt sagen würden, dieses Jahr, also morgen klappt eh nicht, aber im Laufe dieses Jahres verschwinden die alle, wohin auch immer, dann hat Deutschland nur noch 58 Millionen Einwohner. Das heißt also, 26 Millionen Einwohner sind weg. 26 Millionen Einwohner hört sich schon mächtig an. Ich habe jetzt mal nur so, damit man ein Gefühl hat, wie viel das ist. Das sind die Einwohner, zusammengerechnet, Berlins, Hamburgs, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Hannover und Nürnberg. Das sind die 14 einwohnerreichsten Städte. Nee, das sind wir noch nicht genug. Das ist die Hälfte. Die andere Hälfte, das sind die Einwohner Sachsens, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, Gesamtostdeutschlands. Und dann hätten wir diese 26 Millionen Einwohner, die dann im Laufe dieses Kalenderjahres gehen müssten. Also wenn man das jetzt nochmal so hört, alles zusammengerechnet, all diese Städte und diese Bundesländer, dann hat man ein Gefühl dafür, was das bedeutet. Aber das sind ja nur Zahlen, auch wenn die Zahlen Menschen sind. Was arbeiten denn die Leute? Also, in vier Branchen würde alles zusammenbrechen. Nicht so wichtige. Reinigungsberufe, Lebensmittelversorgung, Bau, Verkehr und Logistik. Und dann sowas Unwichtiges wie Gesundheitssystem. Beim Gesundheitssystem kann man Ärzte nehmen und auch andere Gesundheitsberufe. Ich nehme jetzt mal Ärzte, weil es dazu die ausführlichsten Daten gibt. Und das ist ziemlich spannend. Fast 28% aller Ärztinnen und Ärzte haben diesen Migrationshintergrund. Das heißt, bei Ärztinnen und Ärzten ist es genauso viel wie der Gesamtanteil. Das ist ziemlich interessant. Richtig witzig ist, dass der Anteil besonders hoch ist in Sachsen und Thüringen. Das ist super witzig. So, und würden all diese Ärzte gehen, dann müssten wir Friedrich Merz erklären, dass er jetzt noch länger auf den Arzt warten muss. Weil... Es gäbe folgendes Problem, ich versuche es jetzt plastisch zu erklären. Wenn 28% der Bevölkerung geht und 28% der Ärztinnen und Ärzte geht, könnte man ja sagen, das passt schon irgendwie. Das passt aber nicht. Denn die gehen, sind selten zum Arzt gegangen. Und die bleiben, gehen sehr häufig zum Arzt. Sehr häufig. Und das liegt nicht daran, dass die alle einen Krankenschein sich besorgen wollen oder ähnliches, sondern das hat was auch mit der Altersstruktur zu tun. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber es gibt, aber um das nochmal kurz zu sagen, bei Alten- und Pflegeberufen, unabhängig jetzt von Ärztinnen und Ärzten, ist es noch mehr prozentual. Und man muss sich jetzt eins klar machen, die Gesamtzahl ist irgendwas um die 30, noch was Prozent in den Berufen. Aber das richtig Spannende ist, dass von denen, die neu reinkommen derzeit, sind es 50%. Das heißt, es wäre nicht nur, dass einfach 30 weg wären, sondern für die Zukunft gerechnet, wie es im Augenblick strukturiert ist, ein Zusammenbruch, und zwar genau in dem Zeitpunkt, wo man das macht. Aber das, was jetzt in Deutschland vielleicht mehr interessiert, eine weitere Branche, Industrie. Man muss sich vielleicht nur vor Augen führen, in den beiden für die Industrie relativ wichtigen Städten, ansonsten jetzt nicht, aber für die Industrie, Wolfsburg und Ingolstadt. Ne? Wolfsburg und Ingolstadt hätten beide auf einmal nur noch 70.000 Einwohner und es würde kein einziges Auto mehr gebaut werden können. Und zwar auf eine relativ ungewiss lange Zeit, wenn man die Menschen alle innerhalb von einem Jahr ausweisen würde. Aber Leute, es gibt gute Nachrichten. Es gibt richtig gute Nachrichten. Es gibt nämlich Branchen, da hätten wir keinen Mangel, sondern im Gegenteil zu viel. Wenn wir nur noch, was habe ich gerade gesagt, 58 Millionen Einwohner hätten und die anderen 26 sind weg, dann hätten wir sogar zu viele Anwälte. Und wir hätten zu viele Steuerberater. Und jetzt kommt Anzeige ist raus. Und jetzt kommt, aber der Kracher kommt jetzt, wir hätten zu viele Lehrer. Das ist geil. Und im Übrigen, für Sicherheit ist gesorgt, wir hätten zu viele Polizisten. Das ist genial, oder? So, das heißt, alles bricht zusammen, aber wir haben genug Law and Order und Lehrkräfte, die man dann nicht mehr braucht. Das mit den Polizisten wird dir noch auf die Füße fallen. Ja, wahrscheinlich. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Wir hätten auch viel, viel weniger Arbeitslose. Das stimmt. In der Gesamtrechnung ist es aber wiederum schlecht, weil der Anteil der Rentnerinnen und Rentner wäre enorm hoch. In der gesamten Haushaltsbilanz wäre das kacke.
Und das liegt daran, und das hatte ich gerade schon angedeutet, Kinder sind krass überrepräsentiert. Wenn man sich anschaut, also überrepräsentiert bei diesen 26 Millionen, die das Land verlassen würden. Bei Rentnerinnen und Rentnern derzeit haben nur etwas mehr als 10% diesen Migrationshintergrund. Wir würden also dadurch nur 10% der Rentnerinnen und Rentner loswerden. Bei Kindern, also Kindern, wirklich Kinder, wären es deutlich über 40%. Wir bewegen uns gerade Richtung 43-44% aller Kinder wären dann weg. Ne? Vielleicht wäre ein Teil deines Problems auch. Dann, ja. Naja. Das ist nicht mein Problem. Nein, Spaß beiseite. Jetzt gibt es vielleicht nochmal, weil ich gerade über Durchschnittsalter gesprochen habe, das Durchschnittsalter der Menschen ohne Migrationshintergrund, also der Menschen ohne Migrationshintergrund ist bald 50. Dass der mit Migrationshintergrund, die wir also ausweisen würden, ist derzeit genau 34. Also das ist mal ein Riesenunterschied. Ne? Also die Bevölkerung würde richtig deutlich älter werden. Und dazu muss man wissen, es kommt jetzt natürlich darauf an, ob denen klar ist, was man damit meint. Weil beim Migrationshintergrund, diese 26 Millionen sind nur die Zugewanderten und deren Kinder. Die Enkel werden statistisch nicht mehr erfasst. Das ist nicht mehr möglich. Das ist also so strukturiert, die Datensätze, dass wir es nicht haben. Deswegen ist es auch echt schwer zu sagen, wie viele Enkel es eigentlich gäbe, dritte Generation und vierte Generation. In unseren Studien zu Grundschule und Kita tauchen immer dritte und vierte Generation Kinder auf, die statistisch nicht erfasst werden, aber Hatice heißen oder schwarz sind. Oder, ne? Also könnte man schon durchaus darüber sprechen, dass vielleicht sogar noch mehr gemeint ist. Ich habe jetzt mal mit den Zahlen von Höcke gearbeitet. Und das alles, was ich gerade beschrieben habe, ist der kurzfristige Effekt. Das ist der kurzfristige Effekt. Jetzt komme ich, und das geht ganz schnell, zum mittel- und langfristigen Effekt. Können wir ganz kurz festhalten, wie sehr Aladin es liebt, sich in diesen Zahlen zu baden gerade. Komm mal kurz mal sehen, Applaus dafür. Oder? Dieses Strahlen. Ja. Ihr könnt ja mal zu einer Vorlesung vorbeikommen, ist ja jetzt nicht mehr so weit. Ja? So, aber jetzt mache ich es wirklich kurz, ich hatte eigentlich noch viel mehr vorbereitet. Ich sage es ungern, aber die Babyboomer werden sterben. Wir alle werden sterben, aber die Babyboomer werden sterben. Ne? Also nicht, dass irgendwer jetzt so meint, dass es Bashing wäre oder so, ne? Sondern die werden sterben und nach allem, was man heute weiß, wie die Lebenserwartung ist und wie die sich weiterentwickelt und so weiter, in den 2050er Jahren sind die weg. So, und wenn die weg wären und bis dahin niemand ins Land reinkommt und wir die 26 Millionen ausgewiesen haben, puh, dann haben wir keine 50 Millionen Einwohner mehr, sondern mit einer großen Wahrscheinlichkeit, ganz kann man es nicht sagen, haben wir nur noch halb so viele Einwohner, wie wir jetzt, also wie Deutschland jetzt hat. Halb so viele Einwohner mit einer ganz ungünstigen Altersstruktur. Und da habe ich jetzt nicht eingerechnet die Auswanderungswelle, weil ich glaube, niemand hier im Raum von den linken Zecken würde dann noch hierbleiben. Ne? Und deswegen würde ich mal in den Raum stellen, wer will in so einem Land dann noch leben? Kurze Zusammenfassung.